Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur täglichen Ladung Roblox. Wir sind heute mal wieder unterwegs hier im Gefängnis und Thomas ist auch am Start und ein paar Zuschauer auch wieder. Hallihallöchen. Hallihallöchen und Mad City Time, 18 Uhr, bam. Mehr hab ich nicht zu sagen. Das ist doch eine geile Sache. Guck mal, er schreibt, ihr könnt mit meinem UFO mitfliegen. Ja, das ist aber nett von dem. Dankeschön, danke dir. Sag mal, UFO überall Grüße, oder so. Grüße gehen raus, ne? Leute. Ich hab schon den Ausbruch benutzt, sag mal, und hol mir jetzt die Waffe. Hast du schon? Ja, klar doch. Mal gucken, wer schafft es. Schafft's hier einer? Ne, ich schaff es nicht. Ich blamier mich hier gerade. Und schaffen die anderen die Jungs? Und nein, ich hab's geschafft. Perfekt, klasse, ich bin auch draußen. Perfekt. Ist da jemand? Irgendwo ein Polizist, oder? Ich weiß es nicht. Übrigens, okay. Leute, falls ihr das Ganze hier feiert und ihr mehr Mad City sehen wollt, dann drückt jetzt mal auf den Like-Button und dann sehen wir auch, dass ihr Bock habt, dass ihr wirklich mehr Mad City sehen wollt. Und falls ihr das erste Video heute noch nicht gesehen habt, dann checkt es gerne mal aus. Das kam nämlich auch online erst um 12 Uhr, aber es kam online. Komm, steig ein hier, Katze. Ja, willst nicht rein? Doch, ich bin noch drin. Das sieht so cool aus, ne? Ja, man, das sieht auch voll groß aus, finde ich. Total. So, ich würde sagen, guck mal, der Typ neben uns. Ich schieße ihn ab. Mal gucken, ob der abstürzt. Denkst du, es kann abstürzen? Thomas, toll. Du bist wirklich das, was eine Katze machen würde. Mann, ey, das gibt's doch nicht. Ich glaube, wir wurden abgeschossen, oder? Ja, ja, klar. Das wird der Grund gewesen sein. Oh Mann, ey, das gibt's doch nicht. Ah, Mann, weißt du als Katze, du kannst dich wenigstens auffangen. Ich schieße raus, hör mal. Ja, du schießt raus, aber raus durch den Motor. Genau, der Motor war dazwischen und ist kaputt gegangen. Aber zum Glück war die automatische Werkstatt mit am Start. Die ist immer mit am Start. Willst du raus? Ja, würde ich sagen. Komm, lass uns mal hier rausgehen, dann... Ja, Mann, ein bisschen Geld schnappen, bisschen, ne? Dann bin ich auch schon Level 41 danach. Oh yeah, klingt nach einem guten Plan. So, wir schnappen uns jetzt hier mal, wie gesagt, das Geld. Und wo... Ich finde das immer so cool, also die ganzen Zuschauer sind ja auch mittlerweile am Start. Eigentlich müssten wir mal so eine Zuschauerfolge machen, wenn ihr Bock habt, Leute. Haben wir sowas schon mal eigentlich gemacht? Zuschauerfolge? Ich glaube, wir haben das schon ich meine, wir haben das einmal... Oder haben wir und einmal gemacht, ne? Aber im Stream, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir hätten das mal gemacht. Zumindest war es immer auf der To-Do-Liste. Wenn ihr Bock habt, dass wir mal eine Zuschauerfolge machen, dann drückt heute mal wirklich den Like-Button. Also Leute, sagen wir mal, erst wenn wir die 1000 Likes schaffen, machen wir das. Davor nicht. Genau, das ist heute auch mal eine Vorgabe. Und dann hauen wir das die Tage demnächst direkt raus, damit wir das auch fertig haben. Genau, also Leute, ne, bei 1000 Zuschauern können wir mal eine Zuschauerfolge machen, wo dann wirklich Zuschauer im Video drin sind. Ne? Aber erst bei 1000 Likes. Wir wollen auch sehen, dass ihr da Bock drauf habt, ne? So sieht's aus, Leute. Genau, aber eine andere Sache. Thomas und ich, wir dachten uns heute, wir vergleichen mal das schlechteste Auto und das beste Auto, beziehungsweise schnellste Auto in Mad City. Das heißt, wir gucken uns an, wie ist die Beschleunigung, wie ist der Unterschied, wie schnell kann man damit losfahren und Höchstgeschwindigkeiten und sowas. Das wollten wir uns heute mal anschauen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall das Like-Bike nehmen und wir werden den guten alten, ich glaube, Ford Mustang nehmen. Auf jeden Fall das allererste Auto, ein Camaro. Nee, es war ein Camaro, ganz genau. So, Thomas, genug rumgelegen da. Du musst aufstehen, 12.000. Ja, du hast genug rumgeschlendert da hinten. So, pass auf, warte, genau. Ey, ma. Was hast du gemacht? Ich bin fast gestorben, Mann. Ja, warum? Ja, weil meine Maus auf meinem zweiten Bildschirm war und irgendwie, ja, das hat nicht funktioniert. Ich konnte nicht loslaufen. Das ist aber nicht gut, Mann. So. Nee. So, wir gehen jetzt hier runter und ab geht die Post. Wir werden abgeschossen, ich würde sagen. LOL! So, ey, perfekt rausgekommen. Ich wollte gerade sagen, wir werden perfekt raus. Ey, der will mich sofort festnehmen. Echt? Ja. Oh hör mein mal, Gott. Kollege! Ich hab ihn. Oder du hast ihn. Mann. Sehr gut. Ich hätte schon Angst, hör mal. Ich hätte auch Angst. Aber kein Grund zur Sorge. Ja, ist klar. Ein Auto nur für dich, ne? Ja, klar. Merke ich mir. Du hast hier einen Fahrdienst, also keine Sorge. Sollte ja. Ja. Lo, ich bin einfach über dein Auto gestolpert. Das geht ja mal gar nicht, hör mal. Und dann noch abdrängen, ne? Riech unverschämt. Lol. Ist immer so lustig, wenn man so eine hohe Geschwindigkeit drauf hat und dann rausspringt, dann bleibt das Auto ganz kurz stehen. Ist dir schon mal aufgefallen? Ja, oder fährt weiter. Gibt's auch. Ja, es bleibt stehen und dann fährt es auf einmal weiter und voll gegen eine Wand. Also so genau. Scheppert ist. So. Aktuell ist auch nur der Banküberfall offen, aber der wird gleich eh schließen, weil er gerade schon geöffnet war. Deswegen würde ich mal sagen, wir vergleichen mal ganz kurz, Thomas. Schnapp dir mal den guten alten Camaro. Und dann gucken wir mal. Also, ne, wir wissen beide, dass der Camaro deutlich schneller ist, oder? Als der. Oh, ich wäre mir nicht so ganz unsicher, ne? Also. Deutlich schneller, Also, meiner fährt nicht mal los, siehst du?
Wo bist du denn? Ah, hier. Ja, der hat das. Ah, du hast den besseren Motor drin, ne? Ich glaube schon, aber kann ich den nicht mal beantworten? Ich könnte mal eben nachgucken. Du kannst ja direkt dann gehen wir mal in den Shop rein. Warte mal. Menü, Shop und Engine, ne? Engine, ne, ich genau. Hab gar keinen drin. Ja, dann ist das so ganz okay. Dann sehen wir mal den Vergleich, ja. So, dann würde ich sagen, Thomas, wir steigen mal ein und gucken, wer schneller losfahren kann, okay? Okay. So, ich steig aus. Ja. So, dann auf 3. 1, 2, 3. So. Thomas ist noch nicht mal reingestiegen, weil er sich verklickt hat. Du hast nicht mehr geschafft, dich Alter, okay, nochmal neu. Das gibt's doch nicht. Warte, nochmal neu. So, ich dreh nochmal jetzt kurz hier. Du warst schon komplett am Ende der Straße. Ja, ich weiß. So, nochmal neu. Ich steig aus, warte, ich steig aus. Ja. So, und du auch? Ja. Dann 3, 2, 1, go. Guck mal, Alter, ich bin am anderen Arsch der Welt. Ich sag ja, das ist viel zu unnormal. Du bist da schon ganz hinten an der Straße und meiner fährt quasi erst los oder hat den Motor erst. Kommst du überhaupt nach? Ja, ich komme. Ach so, oh, ich dachte, du kommst gar nicht mehr nach. Doch, klar. Alter, Schwede. Hier, hör mal den Motorsound. Okay, ja, jetzt hört man's. Alter, das ist verrückt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal außen Stand, okay? Oder du kannst ja schon mal vorfahren, dann gucken wir mal, wann ich dich aufhole. Sagen wir mal, warte, ich pack mal Super Engine rein. Pack mal die bessere Engine rein, genau, und ich zähle dann 3 Sekunden vor, okay? Genau, warte. Shop Engine Supercharged. Okay, dann würde ich sagen, ich zähle jetzt auf 3, du fahr schon mal los. So, fahr schon mal los. Okay, und dann ich dachte mit aussteigen. Wenn ich 3 Sekunden später fahre ich los. Mache. Okay. 1, 2, 3. Also mit dem neuen Motor hat er auf jeden Fall einen besseren... Ja, klar. Mit dem neuen Motor hat er schon mal einen besseren Anzug. Aber wie du gemerkt hast, bist du trotzdem mindestens 8-fach so schnell. Alter, hey, wie schnell ist das Auto denn dann bitteschön? Also, meinst du, das ist das Allerschnellste, was es gibt? Also das Likebike ist auf jeden Fall das Allerschnellste. Wurde auch angekündigt, ja. Aber das Heftige an dem Likebike ist einfach, guck mal, ich kann aussteigen und wenn ich einsteige, kann ich sofort losfahren. Ich weiß, ist direkt fahrbereit, das ist, ne? Nicht ohne so irgendwie Verzögerung oder was auch immer. Genau, das ist unfassbar. Also es ist ein großer Vorteil. Gerade, stellt euch mal vor, man macht irgendwie einen Ausbruch oder so, steigt dann aus und kommt aus dem Geschäft heraus, dann nimmt man das Likebike, steigt ein und sofort ist man weg. Weißt du, was ich meine? Guck mal, selbst bei dem muss erst der Motor starten. Welchen? Hier beim Tesla? Fury. Ach so. Ja. Warte, beim Tesla, wie cool ist das denn da? Ich meine, beim Tesla hast du auch so eine ganz kleine Zündung, oder? So ein Tium. Ich meine auch, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Roadster war das, ne? Ich guck mal, und? Oh, der sah ja schick aus, wusste ich gar nicht mehr. Ja, es ist einfach so ein Tium, Bum, Bum und dann... Aber der beschleunigt schnell. Guck mal, ich fahr rückwärts. Und etwas schneller als du, ja. Erzähl doch gerade. Ich fahr rückwärts, wirklich. Ja, ich hatte eine Person auf dem Dach. Denkst du, wenn ich rückwärts gegen den Camaro fahre, bin ich immer noch schneller? Ja, locker, oder? Nein. Gegen Camaro schon. Ja, doch. Aber ich glaube gegen Tesla nicht, also Tesla rückwärts glaube ich nicht. Wir können mal testen, warte, fahr mal willst neben mir. Fahr mal neben mir, genau, fahr mal neben mir. Moment, ich dreh mal ganz kurz. Bleib mal da stehen, wo du bist. Ja. So, und jetzt fahre ich mal rückwärts. So, zack, Alter, zack. Du bist doch so verrückt. 3, 2, 1, go. Lol. Lol. Als ob. Aber du kommst nach, aber du kommst jetzt noch. Nicht weg. Du kommst jetzt noch, ja. Ah, ja, Mann, ich kann nicht steuern, weil ich rückwärts gefahren bin, aber du wärst nachgekommen, da bin ich mir sehr sicher. Ja, auf jeden Fall, aber trotzdem, der Starter ist auch zu schnell. Der hat halt am Anfang so eine krasse Beschleunigung und du musst überlegen, das war immer noch rückwärts, ne? Ich weiß, voll krank, ne? Muss man überlegen. Das ist nicht mehr. Ist halt dann nur schwer zu steuern, definitiv. Ja, aber also anfangs, besonders Leute, jetzt wenn ich mit dem Nero fahre, ne? Ich meine, wir kennen ihn alle, den Nero, ne? So, hier der gute alte Bugatti, der kommt mir plötzlich, das hört sich doof an, der kommt mir auf einmal so lahm vor. Also ist irgendwie komplett anders mit dem, obwohl, ja gut, lahm ist er nicht. Sagen wir, es ist irgendwas anderes, dann mit einem Auto jetzt zu fahren, weil irgendwie dieses, du weißt, du fährst nur auf einem Rad und nicht so breit und, ne, bist halt relativ schnell unterwegs. Das ist halt wirklich krass, ist so, als würdest du mit einem Strich durch die Gegend fahren. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ist auf jeden Fall gut. Ist hier ist ein Superhelden, ne? Anderes Fahrzeug, ne? Hier sind Superhelden bei uns, sehe ich gerade. Echt? Ja. Killst den gerade? Ja, Leute, einfach in der Tür stehen. Läuft bei dem. So, der ist dann down. So, bei mir ist auch noch der gute alte Player Hans-Peter. Läuft bei dem. So, ich weiß, ich habe unten übrigens das Tablet vergessen. Das habe ich gesehen, Leute. Aber ich will erstmal hochgehen, die Laptops holen, weil ich mache hier gerade den Apple-Überfall. Nur mal ganz kurz am Rande erwähnt. Was? So, ja, Apple-Überfall hier am Start. Wie, jetzt ohne mich? Ja, gerade schon, leider. Das gibt's doch nicht, ich muss dir doch irgendwas stehlen. Lol, hier ist ein Polizist. Oh mein Gott, aufpassen. So, und, kommt da runter. Na?
Ich glaube, der kommt nicht mehr. Ist ja auch egal. Ich fahre lieber weg, bevor der mich. Hier oben ist er. Oh, da ist noch ein anderer Superheld. Hier, Kollege. Nimm das. Nimm das. Easy. Jawohl. Leute, ich habe schon alles weggenommen hier. Ich habe schon alles weggenommen. Na klar. Oh. Was denkst du denn? Denkst du, ich lasse hier was übrig? Ja, eigentlich schon. Für mich. Nächster. Leute, ich würde aber auch sagen, an dieser Stelle, das war ein sehr, sehr interessantes Video. Also war echt mal lustig, sowas zu sehen. Wenn es euch gefallen hat und ihr Bock habt, wie gesagt, auf eine Folge mit Zuschauern, dann lasst jetzt an dieser Stelle ein Like da. Lasst auch ein Abo da. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode wieder, wenn es heißt Roblox mit der Katze und mit dem Hund. Patrick. Pet. Bis dann und ciao. Ciao, Leute.